Hallo und Happy Day. Heute sind wir wieder an der Messe Zürich. Swissmoto ist angesagt. Der letzte Aufbautag und der Ausstellertag ist sozusagen heute. Schon mal bei uns am Stand. Da werde ich die nächsten 4 Tage verbringen. Wir haben hier so ein paar lustige Sachen wie ein Moto 3 Racing Bike. Wir haben auch ein Lagerfeuer, weil es draußen arschkalt ist. Ihr dürft also gerne vorbeikommen und euch wärmen. Hier haben wir noch eine Bar. Ja, und viele weitere Sachen, die wir hier Spannendes zu bieten haben. Ja, auf jeden Fall. Ich mache immer einen Vlog, mache jeden Tag ein Video von mir selber. Echt, da bin ich auch dabei. Hallo. Ja, hier ist der zweite Videokünstler. Der zweite Videokünstler, genau. Du kennst besser, genau. Ja, super drin. Ja, ich mach's halt jeden Tag. Ach, jeden Tag machst du. Also mache jeden Tag ein Video von mir selber. Cool. Einen Vlog. Cool. Stelle ich dann online, heißt Ben Happy. Ich bin happy. Ach nee, tatsächlich. Ja, genau. Cool. Und du? Super. Erzähl du, was du machst. Ich bin der JJ aus Deutschland, ich mache hier Videos für die Swissmoto und bin happy und sehe jeden Tag coole Leute, unter anderem auch hier. Freut mich sehr. Wunderbar, der Ben, super Sonder, alles klar, hau rein. Du hast das Trailer-Video gemacht, gell? Ja. Ich schneide es dann hier hinten rein. Von dir, gell? Das Trailer-Video ist von mir, von der Swissmoto. Und ja, ich mache so ein paar Videos, ein paar tolle. Könnt ihr mal auf jj-tv.de gehen, guckt euch mal an, was es so gibt. Und wichtig für die vielen Fans da draußen ist, was für ein Equipment du hast. Mit was filmst du? Okay, lass mich mal gucken, dann würde ich sagen, hol ich mal schon meine Kamera. Equipment ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Sensationeller Aufbau. Wir haben einmal ein Fisheye-Objektiv für die Nähe und einmal ein Tele für die Entfernung, beide auf einer Plattform. Es gibt ein sensationelles Videobild mit verschiedenen Entfernungen, Ausschnitten und natürlich alles in 4K und alles mit viel Fun. Und Steuern, Fokus etc. macht alles manuell, oder? Manuell, genau. Es sind Kameras, die das manuell machen. Ich habe da keine Zeit hinterherzustellen und zu spielen. Kann man eigentlich im individuellen Fall schon machen, aber das mache ich eigentlich weniger, sondern ich filme in verschiedenen Abständen mit Hintergrundschärfe, Unschärfe. Es ist einmal die, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die GX7, die Lumix G und die Lumix 1000 kann ich nur empfehlen für ambitionierte Videofilmer. Gut. Check out. Ja, dann werden die das sicher mal auschecken. Ein Riesengerät, ein Riesenteil. Ja, also für mich wäre es auch vielleicht ein bisschen. Ja. Warte, ich muss mal zurück. Ich würde mal sagen, etwas kompakt. bleib mal sitzen, schön. Geh mal in die Rennposition, mal ganz runter, dass man sieht. Warte, bleib mal so. Ah, warte, das sieht nicht richtig. So, bleib so. Boah. Bleib so, guck nochmal nach vorne. Super. Racing Bull, yes. Rock and Roll, yeah. Das ist meine Position. Ja. Das ist cool, Wahnsinn. Du bist ja wie ein Riese auf dem Ding, weißt du das? Alles kannst du vergessen. Ich kann auch einfach so drüber laufen. Ja. Super feines, dünnes Ding, du. Ja, also die Kette ist nicht arg. Nee, die ist nicht arg. Also. Auch die Reifen sind nicht arg dick. Ja. Ich glaub, da gibt's seit neuestem fahren noch so diese Mountainbikes durch die Stadt mit diesen Drag-Reifen. Ja, mit den Breiten. Ich glaube, die sind dicker als die, oder? Die sind witziger als die. Also, ja, aber trotzdem, jeder, der Bock hat, hier ein Moto 3 Rennteam haben zu wollen, darf gerne bei uns an Stand kommen und sich das angucken. Ja, steht hier rum. Der Besitzer von dem Team wird auch da sein. Und dann könnt ihr mit ihm mal quatschen, wie das da abläuft. Also, ich schätze mal so 1,50 Meter, 1,60 Meter darf groß sein, oder? 40 Kilo Maximum mit Kombi und Anzug und allem drum und dran. Ja, dann sollten wir vielleicht mal bei Germany's Next Topmodel nachgucken. Oder? Das wäre es, Germany's Next Topmodel. Ja, genau. Und dann hier auf dem Ding, das würde sicher passen. 40 Kilo, 1,50 groß. Super. 10 Zentimeter. Läuft. Kann ich mit einkaufen fahren, das läuft.
Ja, schön. Passt auch zu dir, pink. Ja, jetzt geht's ab. Ab an den Aussteller Apero. Du warst noch nie an der Swissmoto, gell? Nein, ich war noch nie. Das ist das erste Mal. Premiere und dann auch noch vor dem öffentlichen Start. Guck, da ist der Lukas. Bist du ready? Geh mal essen, trinken. Ja, saufen. Ja, das ist immer das Ding, gell? Wenn die Fußraste nicht abgeschliffen ist, bist du ein Feigling, oder wie ist das? Ja, kommt drauf an. Wenn die Fußraste genug weit oben ist, kannst du dich auch nicht abschleifen, nicht wahr? Aber bei den meisten Modellen sollten sie weggeschliffen werden. Ja, also, muss man da auch noch schauen. Zum Beispiel bei dem, da kannst du jetzt einfach knicken, dass du da Fußraste abschleifst, oder? Da kommt zuerst vielleicht der Auspuff an. Ja, da ist recht. Ja. Aber du bist auch eher so ein Schleifer, gell? Ja, doch. Ja. Man muss ankommen, dann ist gut. Also ich bin einmal mit dir mitgefahren, glaube ich, bisher. Einmal. Ja, wie ja. Piano, gell? Ja, da warst du wirklich noch sachte, gell? Ja, aber du musst das Fahrwerk einstellen. Wenn du das zweite willst, schnell fahren, musst du das Fahrwerk straff einstellen, damit du wirklich kannst schnell fahren. Sonst pumpen sie nur und streifen sie die ganze Zeit. Magst du dich erinnern, doch dort beim Bahnübergang, es ist so... Genau. So, oh mein Gott. Wer ist jetzt immer gefahren? Mit der Susie Q, oder? Nein, es ist Tracy. Genau. Tracy. Ja. MT09, ja. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Sonst hätte ich es euch gezeigt. Aber sowas Ähnliches zeige ich euch gleich. Das seht ihr dann hier. Genau. Ein schöner, langer, weißer Gang. Oh! So, jetzt sind wir endlich am Apero. Hey! Hallo! Ja, auch hier. Ja, auch hier. Doch, weil die Uni auch kommt. Ja, schon fast ein Jahr. Schon. Das öffnet nicht immer ohne. So aber heute ist auch gerade ohne. Jetzt gerade. Dafür vorher nicht. Und dein Blog läuft? Mein Blog läuft? Track and Street. Samstag Swissmoto. Interview mit Track and Street, mit Tom Lüthi und Dominik Hegeter. Bei dir auf dem Blog oder immer auf dem Blog? Ich mache es am FMS-Stand live, Samstag, Sonntag und die Infos sind bei mir auf dem Blog, trackandstreet.ch. Geil, ja. Es wird morgen online sein und dann können die Leute dich besuchen kommen. Perfekt. Ja, schön. Ja? Warst du schon mal bei uns am Stand heute? Ja, wir stehen im Wald sozusagen. Im Wald? Ja, wir haben einen Wald aufgebaut. Ah, du hast mal gepostet, gell? Das ist witzig aufgestellt, genau. Das war eine Anspielung, weil unser Stand etwas Kawasaki-lastig ist. Und, okay. Ja, sehr viel grüner. Der Horst hat einen ganzen, Container. Und baut da irgendwie an seinen Maschinen um und so. Ah, geil. Unbedingt mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Merci. Essen ist wichtig, ja? Ja, sehr wichtig. So, das war's mit dem Aussteller-Apero. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich sag schon mal bye-bye und ciao. Bis morgen. Wellness fürs Gesicht. So, und da sind wir schon beim Barbier des Vertrauens. Matthias ist da. Wir haben gerade die super hochprofessionellen Bartgespräche, Styling-Tipps und alles. Und jetzt geht's wieder an die Grundrasur. Erstmal mit Maschine die groben Haare wegmachen. Ja, ich hab's ja wieder seit dem letzten Mal gewachsen, so, oder? Wann war ich das schon? Die Woche? Zwei? Ja. So etwas. Ich glaube, ich komme so alle zwei Wochen. Nein, jetzt auch so. Aber mein Vorteil ist ja, mein Bartwuchs ist ja nicht so stark.